Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Bevor wir uns zusammen mit Tyr nach Alfheim aufmachen, um dort einen Schrein zu besuchen, wo Atreus mit Sicherheit wieder neue Informationen bekommen kann, sind wir noch einmal nach Niflheim aufgebrochen, um hier ein Trainingsgelände zu besuchen und wer weiß, vielleicht sogar etwas mehr. Ich habe ja schon im letzten Part, ja, der Rabenbaum. Im letzten Part habe ich ja bereits die Theorie geäußert, dass das dort alle Raben sind, die ich noch nicht von Odin getötet habe. Und je weniger dort sind, desto bessere Beute kriege ich wahrscheinlich. Also sprich, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Raben getötet habe, kriege ich wahrscheinlich immer wieder hier eine Truhe spendiert. Bin ich einfach nur darauf gekommen, weil hier legendäre Truhen 0 von 6 stehen und das Gebiet ist ja nicht allzu groß. Also, dass die hier irgendwo versteckt sein sollen, kann ich mir kaum vorstellen. Naja, hi Brock. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Okay. Gehen wir's Ah. an! Ich dachte, ich wollte gerade sagen, kann ich nicht noch mit ihm reden? Ja, kann ich. Brock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich Scheiße, egal wo sie herauskommt. Das sollte ich mir aufschreiben. Ich wollte gerade sagen, so eine schöne Lebensweisheit von Brock. Ha, herrlich. Okay, erstmal Waffe wegstecken. So, Moment, da. sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Oh, wait. Oder was auch sein könnte, hier sind bereits die Raben von Odin, die ich im ersten Spiel bereits getötet habe. Daran habe ich jetzt ehrlich gesagt zugegebenermaßen nicht gedacht. Ne, weil im letzten Teil von God of War, da sind wir ja auch schon auf einige Raben gestoßen. Das könnten ja eventuell die sein. Frei sind wir, vom Vater frei, unser halbes Leben nun, niemand anderem mehr sein. Glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Okay, also auch die Raben scheinen von Odin eher zur Mitarbeit gezwungen worden zu sein. Sie sind eher seine Sklaven als seine Haustiere. Die haben eigentlich auch keine Lust, bei ihm zu sein. Alter, und guckt euch, hier sind schon sechs? Die kann ich aber noch nicht alle öffnen, oder? Alter, ich glaube doch. Gurt der Rabentränen. Okay. Ich kann sie nicht lesen. Sie scheinen uns aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Auf jeden Fall. Moment, nochmal nachschauen. Hüftrüstung. Gurt der Rabentränen. Uiuiui. Der fühlt sich schon kalt an, wenn ich nur drauf gucke. Und das liegt nicht nur an dem Stoff. Da scheint noch so ein bisschen Restschnee zwischen zu kleben, zwischen den Fasern. Erhöht die Heilung durch Heilungssteine, Rage und Ausrüstung. Okay, massiv verstärkte Rüstung, die robuster als das gehärtete Eis Niflheims sein soll. Alter Vater, tatsächlich. Abwehr 29. Hui. Welche? Und das ist Stufe 3, ja. Glück kommt noch mit dazu. Huiuiui. Kriegen wir jetzt hier das komplette Rüstungs... Nee, erforderliche Raben 8 von 12. Ah. Ah, 8, 18 brauchen wir für die Truhe. 28. 38. 48. Okay, also wird es in dem Spiel höchstwahrscheinlich insgesamt 48 Raben geben. Und hier haben sich jetzt alle Raben vom ersten Spiel und die, die wir bislang in diesem Spiel getötet haben, eingefunden. Alles klar. Super Sache. Also es ist so, wie ich es vermutet habe, die Anzahl der getöteten Raben bestimmt darüber, wie viele Truhen wir öffnen können. Und das ist geil. Ne, dadurch werden die Raben nicht einfach nur irgendeine Collectible, die man mit auf dem Weg mitnehmen kann und wo man sich einfach nur
über das Finden an sich freuen muss, sondern man freut sich umso mehr darüber, weil man neue Ausrüstungsgegenstände dafür kriegt. So mag ich das. So macht Collectibles sammeln auch richtig Spaß. Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Mhm. Also mit anderen Worten, Erfahrungspunkte farmen können wir hier wahrscheinlich nicht. Wir können aber einfach üben, wenn wir möchten. Ob es ja auch so etwas wie, keine Ahnung, Trainingsherausforderungen oder so gibt? Vielleicht. Auf jeden Fall praktisch. Ja. Finde ich immer gut, wenn man Ingame-Zeug fürs Sammeln von Collectibles kriegt. So, das wollte ich noch loswerden. Okay, Draugar-Training. In der Sparrings-Arena können sie ihre Fähigkeiten im Kampf testen. Ich weiß nie, ob ich das Sparring oder Sparring. Na, natürlich Sparring. Sparring ist viel zu deutsch. Das klingt nicht richtig. Können sie ihre Fähigkeiten im Kampf testen und verbessern. Sie verfügen dort über unendlich viel Gesundheit sowie beschleunigte Abklingzeiten. Okay. Hinweis, in der Arena erhalten sie weder EP noch Hacksilber. Grimm-Training. Die Frage ist, wenn ich das Training schaffe, kriege ich dafür auch irgendwas? Ich teste es einfach mal. Schaden kann es ja nicht. Also ich meine, wenn ich es abschließe. Ob das dann vielleicht noch irgendwas uns gibt. Kann ja sein. So. Nice. Ich hab dir, Bruder. Jawohl. Nice. Nice. Out. So weit, so gut. Noch ein Draugr, links von dir. Ach, du Arsch. Der ist in Flammen, aber das musst du wahrscheinlich. Ja, genau. Danke, Atreus. In einem der Videos habe ich bereits mal als Kommentar bekommen, muss es einem extra gesagt werden, wenn man in Flammen steht? Das merkt man doch. Schön, dass Atreus genau den gleichen Gedanken gehabt hat. Wie der Kommentator. Sehr schön. Ach, ich mag das Spiel, Leute. Ich mag es einfach. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, entweder kommen hier unendlich viele Gegner. Also entweder kommen hier unendlich viele Gegner oder es dauert einfach unfassbar lang, das Training.
Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jawoll! Das wollte ich! So. Die Typen mit Schild weiß ich jetzt zumindest ganz genau, dass ich sie mit meinem Runenangriff ziemlich gut down kriege. Jawoll. Jawoll. Naja, einer noch. Also ich habe echt das Gefühl, das können wir hier unendlich lange fortsetzen. Vor allen Dingen, da uns ja gesagt wurde, wir haben unendlich viel Gesundheit. Aber ich habe wirklich gedacht, ja, wir töten jetzt eine bestimmte Anzahl an Gegnern. Und dann, ja, gilt das Training als abgeschlossen und wir kriegen dann am Ende vielleicht noch irgendetwas. Für das Abschließen des Trainings an sich. Links von dir! Und jetzt ist auch eben so ein bisschen die Frage, wenn ich das Training abbrechen möchte, wie mache ich das? Ah, okay. Einfach in die Mitte. Ja, okay. Gut. Ja, das ist ganz nett auf jeden Fall. Ne, wenn man so ein kleines bisschen gegen bestimmte Gegnerarten das üben möchte, ne? Zum Beispiel, dass ich jetzt die Gegner mit Schild, die Draugar zumindest mit Schild, mit dem Runenangriff der Chaosklingen ziemlich gut wegnatzen kann, ne, habe ich allein schon wegen der Information das Training erfolgreich bestritten. Ne, das ist ein alleine, würde ich sagen, dafür hat es sich schon gelohnt. Gut, dann damit wissen wir, was in Niflheim so zu tun ist. Ich wette, je mehr Gegnerarten wir begegnen, desto mehr Trainingsmöglichkeiten werden wir hier bekommen. Deswegen, also, der Schmelztiegel, Odins Augen. Ja, aber wir haben ja noch nicht den zweiten Stein für Muspelheim gefunden. Deswegen, Svartalfheim, da waren wir ja bereits. Wir wollen jetzt nach Alfheim. Alfheim. Oder wir können auch mit Viereck zu Sindris Haus. Stimmt, müssten wir eigentlich sogar. Um Tier abzuholen. Mimir, ich weiß, es klingt komisch, aber... Erzählst du mir nochmal, was passiert, wenn jemand stirbt? Jedes Lebewesen hat eine Seele. Und jede Seele hat vier Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alpen und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden können. Und dort ist Fenrir jetzt? Beim Seelensee? Solange seine Seele noch ihre Richtung hat, ja. Dann geht sie dahin. Okay, jetzt haben wir etwas mehr über Seelenfragmente gelernt. Sehr interessant. Unterstützt nach wie vor meine Theorie, was Tiere anbelangt. Schließt das Ganze noch nicht aus. Ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Wir würden dich doch im Leben nicht vergessen. Meister Kratos, auf ein Wort bitte. Ach, Ratatoskr, was geht? Mein Lieblingseichhörnchen. Kennst du Ratatoskr? Natürlich. Wir haben gerade geredet, als du weg warst. Von allen Eichhörnchen, die ich kenne, ist er das Charmanteste. Nice. Und da ist natürlich gleich die Frage, wie viele kennst du? Ne, entweder kennt er nur das eine und das ist der Witz. Oder er hat sich schon mit ziemlich vielen von ihnen angefreundet, was ihn noch sympathischer macht. Na, was geht? Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen, und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Okay. Ich find's geil, wie er sich immer wieder so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen zu putzen scheint. Sieht zumindest immer danach aus, oder wie er sich durch das Fell geht. Ah, einfach nur genial. Okay, ja, ich probier's mal aus. Ein großartiger Wurf, Meister Kratos. Wahrlich ein erfahrener Könner. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Also gut, was noch, Freunde? Sagt auch was, wenn ich daneben werfe.
sind bereit für Alvheim, wenn du es bist. Oder willst du uns nach Alvheim noch was erledigen? Nö, ich denke mal, alles, was wir bis jetzt dort erledigen können, haben wir bereits erledigt. Und für alles Weitere benötigen wir wahrscheinlich noch andere Gegenstände. Da gab es ja sehr viele Sachen, wo unbekannt dran stand. Einige Sachen, mit denen wir nicht interagieren konnten, deswegen lohnt sich jetzt nicht, da noch einmal zurückzugehen. Schade, ich dachte echt, der würde irgendwann so sagen, Kratos, brauchst du vielleicht eine Brille? Na gut, Ich habe eine Frage. Vorzüglich! Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidauger? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidauger frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind Sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Nidauger ist eine strenge Matriarchin. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... vertraut. Bestätigendes Grunzen. Ich hab's genau in den Untertiteln gesehen. Ey, manchmal, die Untertitel fügen teilweise noch so viel hinzu. Ich bin froh, dass ich die bei jedem Spiel einschalte. Aus Gewohnheit alleine schon, ne? Falls mal irgendwann irgendwo ein Charakter ein bisschen leiser spricht, dass man wenigstens trotzdem noch ausmachen kann, was er sagt. Aber hier, da gibt's teilweise so geile Umschreibungen, ey. Bestätigendes Grunzen. Ich wollte auch gerade sagen, ja, kommt mir bekannt vor. Hier, der Typ, den ich gerade spiele. Und bestätigendes Grunzen finde ich bislang die beste Beschreibung, anstatt einfach nur, ich meine, die hätten genauso gut auch einfach nur in die Untertitel reinpacken können. Nein, die haben sich einen Spaß erlaubt und ich finde das geil. Ja, Kratos weiß natürlich Bescheid. Natürlich weiß er das. Der weiß, wenn etwas Ähnlichkeiten mit ihm hat. Er ist ja nicht doof. Er weiß, was er ist. Hart, aber fair. Ach, einfach nur geil. Ach ja, sagt er was, wenn ich nochmal drauf werfe? Ich bin schon hier, Meister Kratos. Genau das wollte ich ausreizen. Sagt er nochmal was? Oder nur das? Außerdem geil, dass er sowohl Atreus als auch mich Meister nennt. Also sowohl Kratos als auch... Vielleicht gab es ein Missverständnis. Damit rufst du mich her. Es bringt nichts, wenn ich schon hier bin. Ah, sehr gut. Haben sie dran gedacht. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Hörst du einfach nur gerne den Klang des Windspiels? Ich meine, es klingt wirklich sehr schön. Meister Kratos, das scheint mir recht untypisch für dich zu sein, aber wenn du das hübsche Windspiel so magst, kannst du es dir gerne anhören. Kratos denkt sich wahrscheinlich auch gerade, was zum Teufel mache ich hier eigentlich gerade? Ich wette... Weil irgendwann fände ich es geil, wenn Kratos, wenn ich zu viel Blödsinn mit ihm mache, wenn er seinen Kopf einfach irgendwann in Richtung der Kamera umdreht und dem Spieler so einen unfassbar strengen Blick zuwirft. So nach dem Motto, treib keinen Scheiß mit mir. Ich habe hier im Spiel ein Image zu bewahren, okay? Du sitzt da vor dem Bildschirm, aber ich bin derjenige, der dann all die Folgen deiner Taten ertragen muss im Spiel. Wurf. Ah, ich könnte das den ganzen Tag machen. Vor allen Dingen, wie oft die Axt dem armen Eichhörnchen beim Abprallen fast einen Scheitel zieht. Ist ab und zu knapp. Ah, der Klang des Windspiels ist nicht sehr angenehm bei diesem Abstand. Also könntest du das bitte lassen? Oh, du meinst das hier? Du meinst, das hier soll ich nicht mehr machen? Ja, die ganze Zeit. Also... Alter, die haben richtig viele Sätze aufgenommen. Ich finde das mega geil. Entschuldigung, Ratatösker, aber ich habe gerade zu viel Spaß. So, du versuchst also absichtlich, mich zu einem Gefühlsausbruch zu bringen, nicht wahr? Tja, so leicht bringt man mich nicht aus der Fassung. Meinst du hiermit?
Womit? Hiermit? Schluss mit dem dämlichen Windspiel! Oh, oh, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo das herkam. Oh. Ich hab's geahnt. Ich dachte mir so, entweder beim nächsten Satz oder irgendwie nach 5 weiteren Sätzen kommt sowas. Ich hab's geahnt. Ich bin schon hier, Meister Kratos. Okay, ich glaube, jetzt wiederholt er sich. Jetzt haben wir alle Sätze ausgeschöpft, aber sind echt... Ich glaube, es ist ein Missverständnis. Ja. Damit rufst du mich her. Es bringt nichts, wenn ich schon hier bin. Ja, damit haben wir alle Sätze ausgeschöpft. Mega geil, wir haben richtig viel aufgenommen, gefällt mir. Ne? Finde ich auch schön, klar, ne? Der Schlusssatz bildet quasi, ja, einfach seinen Wutausbruch. Also sein Wutausbruch ist der Höhepunkt sozusagen, den man damit erreichen kann und danach geht's wieder von vorne los. Finde ich geil. Finde ich super. Ah, schaukelt sich immer weiter hoch, er zweifelt zuerst an meiner, keine Ahnung, meinem Kurzzeitgedächtnis, ich wollte jetzt nicht Intelligenz sagen, eher am Kurzzeitgedächtnis, ne, frisch doch mal auf, so damit rufst du mich her, wenn ich nicht da bin, und ich bin doch da, warum würdest du sonst den sanften Klang meiner Stimme vernehmen können, die so schön dein Trommelfell liebreizt, ah, herrlich. Und danach, klar, denkt er, okay, jetzt wird's langsam eher sadistisch als nervig. Schwankt es zu nervig und dann zu sadistisch. Also, dass er sadistische Adern in mir entdeckt hat. Und dann am Ende, ja, so der kurze Ausrutscher. Aber sei dir gegönnt, ich gehe dir jetzt nicht mehr damit auf die Nerven. Noch nicht. Es sei denn, es kommt irgendwann ein Patch, wo drin steht, Ratatöskre sagt mehr neue Sätze, wenn du das Windspiel aktivierst, während er eigentlich schon da ist. In dem Fall gehe ich dir nochmal auf den Sack. I'm sorry. Jetzt schon. I'm sorry. Ich mag dich. Ich wirklich. Ich mag Ratatöskre. Der hat einen super geilen Auftritt. Eigentlich fast jeder Charakter. Gut, Tiere hat jetzt nicht unbedingt den besten ersten Eindruck gemacht, aber... Ist ja klar, er ist unfassbar lange von Odin gefoltert und gefangen gehalten worden. Ne, weiß Gott, was Odin ihm alles angetan hat, dementsprechend, das ist vollkommen verständlich. Ne? Keine Angst, bei Kratos und Atreus bist du in den richtigen Händen, würde ich sagen. Ne? Hier Atreus, der Superfan von Tyr, der ihm die ganze Zeit sozusagen, ja, der Lobeshymnen über ihn ausspricht. Und Kratos, der mit einer gewissen Strenge dann an Tyr rangeht und ihn quasi wieder so erziehen will, dass er wieder zu seinem alten Selbst findet. Man könnte sagen, Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Ich denke mal, so kann man es gut ausdrücken mit den beiden. Guter Kopf, böser Kopf. So geht's auch. So, jetzt aber nach Alfheim reisen. Jetzt von hier aus geht es natürlich, denn jetzt können wir Tyr mitnehmen. Let's go. Der strönt. Natürlich. Einen normalen Strand gibt's nicht. Es muss ein Strönd sein. Es muss ja nordisch klingen. Aber vielleicht ist das ja sogar ein nordischer Begriff für Strand. Würde mich nicht wundern, um ehrlich zu sein. Eine lange Reise wartet hinter dem Tor von Alfheim. Treten Sie hindurch, wenn Sie bereit sind, oder erkunden Sie andere... Ja, hatte ich schon. Bestätigen. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von der letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Macht er doch gerne, der Junge. Alfheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Ja. Was? Okay. Das Tor ist jetzt hinter uns aufgetaucht, wenn ich nicht zufällig rückwärts gegangen wäre. Wir gehen ja... eigentlich wäre ich ja in diese Richtung weiterhin unterwegs gewesen. Hätte ich nicht rückwärts geguckt, da hätte ich mir einen Wolf gesucht, hätte ich eine komplette Runde hier gelaufen. Groas Geheimnis begonnen. Alfheim. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Groas Schrein. So, Groas Schrein auf der Spitze des Tempels erreichen.
an der Spitze des Ströns. Oder Ströns? Ah. Okay, erstmal das hier. Also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Zerstörte Geschichte. Schmiererei im Territorium der Dunkelalben neben der Statue ihrer Ahnen, den Alben vor der Trennung von Licht und Dunkel. Die Botschaft ist, ja was genau und für wen? Entweder haben die Alben die Statue gesehen und sie ignoriert oder sie sind zu beschäftigt mit der Beherrschung des Lichts. Ja, alles möglich. So, die beiden gehen da lang, dort scheint es also weiterzugehen, da kann man scheinbar nicht weiter, na gut. Sonst gab es hier... Moment, ich nehme die Chaosklingen schon mal in die Hand, die haben eine etwas bessere Reichweite. Sprich, damit kann ich besser zerstörbare Gegenstände zerstören, beziehungsweise mehr auf einmal. Wie es jetzt wohl hier aussieht, wir sind ja lange nicht mehr hier gewesen. Seit dem Anfang des letzten Spiels. Hallo, Truhe. Das macht das Spiel hier aber auch verdammt gerne, ne? Oft genug kann man irgendwo durch einen Felsspalt gucken und dann sieht man eine Truhe, die man natürlich unbedingt haben möchte und versucht... Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Okay. Und dann möchte man natürlich unbedingt zur Truhe hin. So, Punkt. Eieieiei. Okay. Oh, wow, wow, wow. Alter. Sorry, ist er jetzt da hochgesprungen, um mir auszuweichen, oder macht er das immer so? So oder so, krass. Erstmal hier runter, denn einmal wir das. Wir sehen uns drüben. Okay. Die lebende Wüste. Aha. Das Juwel von Alfheim ist unsere heiligste und fruchtbarste Wüste, die eine beispiellose Vielfalt an Leben beherbergt. Von den majestätischen Hafgufa und ihrem wohlklingenden Lied der Sande über die verschiedenen Schildkröten und Echsen des Hjarta bis hin zu den großen Herden von Gazellen und Steinböcken, die durch die Wanderdünen ziehen. Allen Kreaturen der Wüste wird durch die Gnade des Lichts Leben geschenkt. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Erhabenheit zu genießen und reflektiere. Sorge für deine Welt. Ein guter Ratschlag. Danke dafür. Ah, habe ich mir gedacht. Auf der anderen Seite komme ich doch bestimmt zu dieser Truhe hier. Perfekt. So leicht kann das sein. Oh, der Wecker meldet sich schon, aber ein bisschen können wir auf jeden Fall noch weiterspielen. Schlackenablagerung 4 Stück und Hack Silber 293. Nice. Okay. Na denn? Klar, Tiere, anstatt hier durchzukriechen, springt er lieber drüber. Schon klar. Moment. Da draußen ist etwas. Was Großes. Es leidet. Okay. Tja, vielleicht werden wir diesem etwas irgendwann begegnen. Oder soll das ein Hinweis auf eine Nebenmission sein? Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. So. Schön. Sogar die Felsen wurden weggesprengt. So, das war eine. Ich muss überall in jede Ecke gucken. Die Klippen runter und hoch. Hallo. Perfekt. So. Ah nee, ich dachte, ach, das sah so aus. Doch nicht. Vielleicht erreichten wir die Schale von oben. Wollte ich auch gerade sagen. Mein nächster Gedanke wäre, nach oben zu kommen, zu gehen.
Aber welche Schale meint Mimir? Es klingt so, als ob er wüsste, wo die andere Schale ist. Als hätte ich die bereits entdeckt. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass ich die Schale da, hier nicht verpasse. Der Tempel des Lichts. Groas Schrein ist ganz oben. Ah, da haben wir es doch. Mist. Ah, doch, von hier aus geht's. Oh, Mist, der Pfeil. So. Einmal nur kurz drücken, dann geht's schnell. Oh ja. Ist alles in Ordnung? Ja, alter Freund, wir plündern bloß Nordentruhen. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ah, nun gut. Ich habe jetzt wieder ein Grunzen von Kratos erwartet. Mein Vater mag sowas. Mir geht es auf den Zeiger, wenn er das immer wieder macht. Einfach ohne Worte einen Abseitspfad beschreiten und dann macht er da random irgendwelche Sachen, um eine Truhe aufzukriegen. Komm schon, Atreus. Jetzt tu nicht so, als ob du, als ob es dir nicht auch Spaß machen würde. Sagen wir es mal so, wenn du auch irgendwann mal Feuer erzeugen kannst, wie dein Papa, und Eis, dann wirst du so etwas auch mega gerne machen können. Ne, du brauchst nur die gleichen Möglichkeiten wie dein Vater. Nee. Die lasse ich mal schön in Frieden. Die lassen mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe. So. Okay. Das hätten wir. Und ja, ich habe mitbekommen, Kratos hat Mimir gerade wieder gelobt. Ey, jedes Mal, wenn Kratos irgendjemanden lobt, muss das demjenigen doch runtergehen wie Öl. Zumindest, wenn die Person Kratos bereits kennt. Freya wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein, ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt, Freyas Bruder? Ja, er ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Das kann ich mir vorstellen. Das sieht aus wie ein Elefant mit sehr langen Beinen. Mit sehr langen Beinen. Alter Vater, das sieht aus, als hätte der zwei Kniegelenke an jedem Bein. Huiuiui. Zack. Ah, Mensch. Das ist ja einfach. Der sticht einem ja geradezu ins Auge. Perfekt. Sehr gut. Nein, nicht verfolgen. Mann, nein, Quatsch. Das hier verfolgen. Ah, vorbei. Ich kann ja, glaube ich, zeitgleich die Story-Quest und eine Nebenquest gleichzeitig verfolgen. Das macht keinen Unterschied. Ich wollte gerade sagen, Alfheim, ich habe für dieses... Ah, hier, okay. Odins Rabe, Artefakte können wir noch zwei finden, noch eine weitere Nordentruhe und eine legendäre Truhe. Alles klar. Haben wir noch ein bisschen was hier zu finden. Alter Vater, ey. Ich möchte mich am liebsten jedes Detail angucken, Leute, aber ich weiß, wir wollen ja weiterkommen. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstumpf. Wahrlich ein Wunder der neuen Welten. Die Reflexionsanzeige ändert ihre Farbe, wenn sie auf ein Ziel ausgerichtet ist. Der Dämmerstein wirft einen Axtwurf zurück. Okay. Ich wollte gerade sagen, Tier, musst du pinkeln? Der konnte gerade eben nicht eine Sekunde stillstehen. Wenn du musst, dann geh! Dann geh einfach! In dem Zaun ist eine Lücke. Ist ja nicht schlimm. Der Dämmerstein wirft ein... Ah, so ist das gemeint. Okay, ach krass. Und die Linie zeigt uns genau an, wo die Axt dann hinfliegt.
Ach Mensch. Krass. Oh, wusste nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Kratos bestimmt auch nicht, aber er dachte sich, ja, probieren wir es mal. Das kann schon schief gehen. Ich kann meine Axt ja jederzeit zurückrufen. Moment. Oh no. Moment, welche Fähigkeiten von der Leviathan-Axt habe ich noch zu leveln? Hier Axtwurf ganz normal. Und okay. Er explodiert gleich. Oh, oh. Er explodiert gleich, aber stehst selber zu nah dran, sodass du was abgekriegt hast. What? Alter Vater, ey, jedes Mal, wenn Tiere an Kratos vorbeiläuft, habe ich das Gefühl, die Sonne geht unter. Der ist so überraschend groß, jedes Mal erneut. Ich weiß, dass er, wie groß er mittlerweile ist, das, ne? Ich weiß es. Trotzdem erstaunt es mich jedes Mal aufs Neue. Oh. Man sieht zwar kaum was von der Gegend, aber dennoch zeichnet sich eine gewisse Schönheit daraus. Ne, schält sich so ein bisschen aus dem Nebel heraus, aus dem Sturm. Herrlich. So, achso. Klettern. Freyas Bruder. Was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Warnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alben zu einem dürftigen Frieden. Mhm. Tyr? Wo bist du? Tyr? Tyr? Ein Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Was denn? Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir haben keine Wahl. Wir haben das Licht befreit. Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf. Noch einer? Jo. Ich hasse Alfheim. Ja, Atreus erste Erfahrung an dem Ort war auch nicht gerade positiv. Von daher verständlich. War das eine Bombe? Was für eine Bombe? Haha. Ja, selbst wenn die abblocken, die Beine können sie damit nicht schützen. Okay, furchtbar. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein. Bloß ein Optimist, alter Freund. Genau. Ah, wie nachsichtig Mimire mit ihm umgeht, gefällt mir richtig gut. Stimmt, Mimir wirkt ja auch noch einmal sehr positiv auf Tyr ein. Deswegen, also eigentlich sind sowohl Atreus als auch Mimir das Zuckerbrot und nur Kratos ist die Peitsche. Aber gut, Kratos zählt ja auch für zwei. Ne? Oder wie in diesem Fall für einen Jugendlichen und einen abgetrennten sprechenden Kopf. Okay. Na dann. Oh, okay. Einmal Muskeln spielen lassen. Jawohl. Komm hier gleich. Okay, wir sind schon da. Huiuiuiui. Also hier sind wir rausgekommen. Ah, da ist ja schon die andere Nornentruhe. Und ein Artefakt, wie es scheint. Sehr gut.
Also hier sind wir, glaube ich, rausgekommen, nachdem wir den Lichttempel abgeschlossen hatten. Ne? Kratos war ja scheinbar eine ganze Weile lang in so einem Licht drin gefangen. In so einer Lichtsäule. Und Atreus hat ihn dann rausgezerrt, nachdem er alleine scheinbar eine halbe Armee der Dunkelalben getötet hat. Also das war so der Moment, wo er sich richtig bewiesen hat, mehr als nur bewiesen hat, unfreiwilligerweise, ne? Selbst Kratos hat ja nicht mitgekriegt, wie lange er da drin war. Und der arme Kleine hatte natürlich Angst, ne? Wir müssen bedenken, Atreus war damals ja noch, 8, 10 Jahre alt ungefähr. Jetzt mittlerweile eher 14, 13, 14, so um den Dreh rum. Genug gelabert. Freier von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. So, Entschuldigung, ich habe Angst, dass das verschwindet, deswegen den letzten Satz von Mimir hören wir gleich. Traumfänger, dieses Objekt soll Nachtmare absorbieren. Das Prinzip dieser Magie stammt nicht von hier, sondern ist eine Theorie, die Tiere von den westlichen Ländern übernahmen. Die Prämisse ist simpel. Nachtmare suchen uns in der Dunkelheit auf, um uns in die Köpfe zu kriechen und uns von innen heraus zu verderben. Objekte wie dieses sollen die Nachtmare ablenken und in die Falle locken, sodass sie sich in den Fäden des Traumfängers verheddern, bis die Sonne die arglistigen Mistviecher verbrennt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Bestimmt. Lass uns erstmal weiter, Bruder. Dafür fehlt uns das passende Werkzeug. Oh. Dahinter ist. Okay. Ist dahinter. Ich glaube da. Ja, das ist. Das brauche ich für die Nornentruhe. Die kann ich jetzt nicht machen. Ich sehe da hinten irgendeine Säule, an die ich ran muss. Aber das ist ja jetzt unmöglich. Und ich wette, wenn wir hier erledigt haben, weswegen wir hier sind, haben wir bis dahin irgendein Werkzeug, womit wir das hier aufsprengen können. Okay. Noch nicht mal das Ding kriegen wir down. Ja gut, dann erst recht. Klar. Wenn wir nicht einmal die Runen kaputt kriegen, dann ist es ja klar. Keine Ahnung, was wir dafür noch brauchen. Vielleicht exakt das gleiche, was wir brauchen, um diesen Felsen aufzusprengen. Irgendetwas, was uns einen wuchtigeren Angriff verleiht. Wodurch wir in der Lage sind, solche Gegenstände zu zerstören. Okay, Leute. Ich würde sagen, da wir jetzt vor den Toren des Tempels stehen, ist das ein ziemlich guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Und dann werden wir im nächsten Part sehen, was uns im Inneren des Tempels erwarten wird. Ich bin gespannt. Jedenfalls würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.